Das Fachabitur steht an und das bedeutet, dass auf dich eine Vossprüfung nach der nächsten zukommt. Deswegen besprechen wir heute, wie du diese Monsterwoche überlebst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumrutschit kommst. Und dazu gehört natürlich auch das Fachabitur. Das Fachabitur finde ich deswegen ziemlich respektabel, weil ja wirklich vier Prüfungen in 5 Tagen stattfinden. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass ich, glaube ich, auch euch ein paar Tipps mit auf den Weg gebe, wie ihr das Ganze meistern könnt. Ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal, dass du das Fachabitur wirklich zu deiner Top-Priorität für die nächsten 5 Tage machst. Das ist so, so entscheidend. Damit wirst du automatisch schon so viele Dinge richtig machen, wenn du einfach nur vom Fokus dich voll auf diese Prüfungen fokussierst. Und damit meine ich wirklich, dass du fast alles jetzt in den nächsten 5 Tagen diesen Prüfungen unterordnest. Und da geht es nicht darum, dass du sagst, oh ja, ich weiß doch schon, dass die Prüfungen wichtig sind, sondern dass du wirklich mit dem vollen Fokus, mit einem positiven Fokus, nicht mit diesem, ah oh fuck, es kommen lauter Prüfungen, ich habe Angst und oh, ich muss irgendwie hinbekommen und ich bin alles so stressig, sondern wirklich, okay, das ist jetzt meine Challenge, darauf richte ich meine gesamte Energie aus und dann werde ich das richtig, richtig gut meistern. Und wenn du mit dieser Einstellung in diese 5 Tage reingehst, dann wird es auch alles richtig, richtig gut laufen. Ich empfehle das Ganze eigentlich fast schon als Wettkampf zu sehen. Und mit Wettkampf meine ich nicht als Konkurrenz gegen andere, sondern einfach von der Herangehensweise. Das bedeutet, überleg dir mal, wie würde ein Zehnkämpfer beispielsweise, ein Zehnkämpfer hat, glaube ich, bei Olympia am einen Tag die ersten 5 Disziplinen und am zweiten Tag die zweiten 5 Disziplinen. Er hat also auch ganz, ganz viele Prüfungen hintereinander. Wie würde so ein Zehnkämpfer in diese 2 Tage starten? Und wenn du dir einfach nur das überlegst und es wirklich so siehst, okay, ich habe am Montag mein erstes Spiel, am Dienstag mein zweites Spiel, dann vielleicht am Donnerstag das dritte und am Freitag das vierte. Dann wirst du automatisch so viele Dinge richtig machen, weil du mit dem richtigen Mindset an die ganze Sache rangehst. Und das ist so, so entscheidend. Und dann siehst du wirklich so nach dem Motto, am Montag hast du die erste Prüfung. Okay, ich bin voll da, mach die erste Prüfung, dann ist die erste Prüfung vorbei. Okay, Regeneration wieder. Zweite Prüfung. Bam, ich bin wieder voll da. Wieder Regeneration. Dritte Prüfung. Bam. Und immer dieses, yes, ich perform. Okay, ich erhole mich möglichst gut, damit ich dann wieder so gut wie möglich performe. Also wirklich wie so ein Athlet, wie ein Abiturathlet an die ganze Sache rangehen. Und gerade als Athlet natürlich Dinge wie Schlaf, Ernährung, Sport und auch wirklich gezielte Erholung ganz, ganz entscheidend. Das bedeutet, geht natürlich alles wieder da vom ersten Tipp aus, dass du das Ganze wirklich als Top-Priorität machst. Also, sei dir bewusst, wie viel Schlaf du brauchst und halte da auch einen safen Schlafrhythmus ein. Ernährung. Du musst nicht der krasse Ernährungsfreak sein und dir jetzt auf einmal alles komplett optimieren oder so, sondern achte einfach nur darauf, dass du dich so ernährst, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du dich wohlfühlst und auch einfach halt ein bisschen die Basics einhält, dass du auch ein bisschen Gemüse isst und so weiter. Halt diese ganzen easy Sachen. Du musst jetzt keine Wissenschaft draus machen. Einfach nur diese easy Sachen einhalten, damit dein Körper einfach richtig gut Leistung abrufen kann. Das gleiche gilt natürlich für Sport. Mach gern Sport. Es ist wichtig, dass du auch ein bisschen in Bewegung noch kommst. Bedeutet aber nicht, dass du jetzt auf einmal mega krass zum Sport machen anfangen musst, wenn du es vorher nicht gewohnt bist. Wenn du dich einfach nur ein bisschen bewegst, einfach, dass du nur dein Energielevel ein bisschen oben hältst, das wird einfach ganz, ganz entscheidend sein. Und das gleiche gilt für die gezielte Erholung. Was meine ich mit gezielter Erholung? Manche Leute sagen, oh, ich erhole mich, schauen aber dann 3 Stunden Netflix. Und das ist auch Erholung. Und wenn du es vom Mentalen her brauchst, also dass du einfach mal deinen Kopf freikriegst, kannst du es auch machen. Aber Dinge wie spazieren gehen, ohne konkret über irgendwas nachzudenken, zu meditieren, vielleicht auch einfach eine geführte Meditation zu machen, zu schlafen, ein Powernap, all diese Dinge, da regenerierst du in der Regel so viel stärker, als wenn du einfach vor deinem Handy chillst und durch Instagram scrollst. Deswegen überleg dir wirklich, wie regeneriere ich am besten, sowohl physisch als auch psychisch. Und dann kannst du sehr, sehr viel frischer wieder in die zweite, dritte und vierte Prüfung gehen als alle anderen. Wenn du so mit allem jetzt wirklich dafür sorgst, dass du in einem guten State bist, einfach in einer guten Verfassung, dann ist es ganz wichtig, dass du dich auch mental immer auf die Prüfung fokussierst, die vor dir liegt. Das klingt zum einen selbstverständlich, aber erstens, wenn du in die ganze Woche reingehst, ist es wichtig, dass du nicht überlegst, oh fuck, ich habe noch die ganzen 4 Prüfungen oder die anderen 3 noch, sondern dass du dich wirklich nur auf die eine Prüfung fokussierst, die jetzt kommt. Dann schreibst du die so gut du kannst. Du gibst da einfach dein Bestes.
Mehr kann man nicht erwarten. Gib einfach nur dein Bestes. Und dann, wenn du das gemacht hast, in dem Moment, wo der Gong kommt, die Prüfung vorbei ist, ist die Prüfung vorbei. Das ist ganz entscheidend. Wenn die geil lief, feier dich gern. Auch wenn sie nicht so gut lief, feier dich kurz dafür, dass du das Ganze geschafft hast. Aber auch wenn die richtig in die Hose ging, dann ist es ganz entscheidend, dass du dann nicht zu lange dich mit dieser Prüfung noch beschäftigst. Ich habe extra ein Video gemacht über 3 Dinge, die du nach jeder Prüfung tun solltest. Das lege ich euch ganz stark am Herzen. Und auch wenn ihr eine Prüfung verkacken sollt, schaut euch unbedingt das Video Prüfung verhauen, was jetzt an. Weil da bringe ich euch bei, wie man sozusagen einfach schafft, nach einer Prüfung die gut abzuschließen, egal ob die Prüfung selber gut oder schlecht lief. Und dann aber sich auch möglichst schnell wieder voll auf die nächste Prüfung zu fokussieren. Und das wird gerade bei den FOS-Prüfungen in dieser Monsterwoche ganz, ganz entscheidend sein. Und wenn du jetzt auch wirklich motiviert bist, das Ganze richtig, richtig gut zu machen, dann empfehle ich dir noch sehr, sehr dringend, dir einen Plan zu machen. Der kann etwas grober, kann ein bisschen detailreicher sein, je nachdem, wie es für dich richtig anfühlt. Aber was entscheidend ist, dass du dir einen gewissen mentalen Rahmen legst, was passiert am Montag, was passiert am Dienstag, was passiert am Mittwoch, was passiert am Donnerstag, was passiert am Freitag, damit du, wenn du dann dich in diesen 5 Tagen befindest, dass du dann nicht mehr zu viel Energie darin verschwendest, noch irgendwelche Dinge zu planen. Sprich, der Idealfall ist, dass du genau weißt, wie die 5 Tage ablaufen werden und du so im Prinzip einfach nur Schritt für Schritt gehst, den du im Vorhinein schon geplant hast und den kannst du ja, das kannst du heute super noch machen. Weil du jetzt genau weißt, an welchem Stand du bist. Du weißt vielleicht, ob du zwischendrin für eine Prüfung mal noch was lernen willst. Du weißt, was auch vielleicht die nächsten Tage anderweitiges noch ein bisschen anstehen könnte. Und dann kannst du wirklich einen sehr, sehr guten Plan machen, den du dann einfach in den nächsten Tagen einfach ganz simpel folgst, weil du weißt, es ist sowieso die beste Planung, die du jetzt machen können. Und du kannst dich von der Umsetzung her voll darauf fokussieren, immer in dem Moment das zu tun, was dich am weitesten bringen wird. Das bedeutet, wenn du eine Prüfung hast, voller Fokus auf die Prüfung. Und wenn du dann da irgendwo geplant hast, okay, von da bis da gehe ich schlafen, dann ist da einfach nur deine einzige Aufgabe, einfach da schlafen zu gehen. Ob das bedeutet, dich dazu zu überwinden, jetzt schon schlafen zu gehen, sich wirklich ins Bett schon zu legen, ob das bedeutet, um die und die Uhrzeit wirklich auch aufzustehen, einfach in dem Moment, wo du dich befindest, da dein Bestes zu geben. Und dieser ganz klare Fokus auf das Jetzt wird so, so entscheidend sein, damit du eben nicht in Vergangenheit und Zukunft verfällst, wo du dir überlegst, oh fuck, die Prüfung lief nicht so gut, jetzt habe ich so und so viele Punkte, was bedeutet das für meinen Schnitt, was bedeutet das für meine Note? Und dass du halt genauso auch nicht in die Zukunft immer schon denkst, oh Gott, morgen kommt das und das Fach, bin ich gar nicht vorbereitet oder das kann ich überhaupt nicht, sondern du es wirklich immer schaffst, in dem Moment, wo du bist, dein volles Potenzial abzurufen und dann wirst du es auch einfach schaffen, beispielsweise schneller einzuschlafen, was ein ganz entscheidender Faktor sein wird, auch wenn du auf die nächste Prüfung vielleicht aufgeregt bist, aber du schaffst es so wirklich im Jetzt zu leben, da dein Bestes zu geben und das ist die einzige Strategie, die dich für die Zukunft weiterbringt. Ich hoffe, ihr konntet einige Motivation hier in diesem Video tanken, damit ihr für morgen wirklich ready seid. Diese wirklich Monsterwoche, da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor euch, die richtig gut zu crushen. Ich wünsche euch das Allerbeste, ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Anke los. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.